Servus und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind die Freaky Guys und heute gibt es die lang ersehnte Challenge. Und diese heißt Beat the Freaky Cast. Das heißt, ihr als Abonnenten habt die Chance, euch mit uns zu betteln. Und das Coole an der Serie Beat the Freaky Cast ist, dass diejenigen, die sich gegen uns betteln, sich einen Preis aussuchen können, den sie dann bekommen, wenn sie gewinnen. Erster Kandidat ist Matti. Cool, dass Servus. Du hier bist. Servus. Gerne. Matti, hast du dir schon einen Preis überlegt, den du heute gewinnst? Ja, habe ich mir schon überlegt. Und zwar die neuen Predator habe ich bei euch gerade eben gesehen. Und die hättest du gerne? Und die hätte ich gerne. Das ist schon mal gut. Und wir legen noch was drauf, denn du bist der erste Abonnent, der gegen uns hier die Ehre hat. Es gibt noch den Adidas Uniforia. Das ist der neue M-Ball 2020. Zwei Preise. Und für euch, dass ihr denkt, ihr könnt mitmachen. Beim nächsten Video sollte Matti gegen mich nicht gewinnen, wandern diese Preise in eine Box. Und der Nächste, der gegen uns eine Challenge macht, hat die Chance, dann die gesamte Box plus seinen Preis zu gewinnen. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit gewinnen, wird die Box immer größer und eure Preise natürlich auch. Also, legen wir los. Let's go. Let's go. Felix darf. Elfmeter. Stark. Oh, puh. Flacher. Ja, der war nicht flach. Und jetzt hoch. Wow, Junge, 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 Alter. Da muss man echt sagen, Felix hat vorgelegt. Ich habe nicht gedacht, dass du das so ernst nimmst, aber okay. Also klar, das ist eine Challenge. Felix hat jetzt 3 vorgelegt. Was ist dein Ziel? Wie willst du machen? Ich versuche ihn natürlich zu tappen. Boah. Mach das stark. 1 gegen 1. Hat er auch. Junge, flinke Füße, ey. Ey, Jan, das geschenktes Scheiße. Ding. Jan, das ist nicht dein Ernst. Da hab ich ihn schon. Oh! Jan, was ist los? Verdient echt auf jeden Fall. Danke. 4 hat er gesagt und 4 hat er reingemacht. Ja, war stark, aber ich weiß, Bruder, war Glück. Das ist keine Torwartleistung. Jan, wie viel Prozente bekommst du davon? Oh Mann, ey. Oh Mann. Also ich will jetzt nicht so als schlechter Verlierer dastehen, aber sowas ärgert mich dann immer sehr. Das verstehe ich. Aber ich glaube, ich hatte letztens auch das Gleiche mit ihm, hat auch mich besiegt. Ja, ich glaube, Jan ist aber einer, der ärgert sich noch mehr über das. Man muss sagen, er war bei deinen Schüssen, bei allen knapp dran, es war an Pfosten gelenkt und er war bei deinen Schüssen, hat halt... Ja, aber es war jetzt kein Mörderfreistoß. Nee, es war Pech. Aber gut, das gehört dazu. Das heißt, jetzt du... Ich stehe 4 zu 3. 4 zu 3, das heißt, du musst eigentlich schon mindestens so 3 Dinge reinmachen. Boah, der war sicher. 1 gegen 1. Hat er geahnt, glaube ich. Brutal, brutal. Hat das spekuliert, aber gut, ich habe auch nicht mehr geguckt. Oh! Das Gleiche. Super. Ein weniger. Super. Lass jetzt? 2. Also er muss, wenn er 2 macht, hat er gewonnen. Aber die Dynamik ist brutal. Also muss sagen, wird schon hart geschossen auch. Also gibt es keinen laschen Schuss dabei. Vor allem wenn Volley kommt, den Volley musst du hart nehmen. Weißt du? Ja. Okay, also finale Runde. Oh! Straff dich, Jan, straff dich! Macht er.
Boah! Da. Aber verdient. Stark. Muss man sagen, konstantere Leistung, definitiv. 7 zu 5. Ja, knappes Ding, aber muss sagen, beide extrem gut, weil ich finde, Five Shot ist alles über drei Treffer. Du wirst direkt vom Kopf auf den nächsten Schuss. So. Du bist beim Freekick, denkst du, boah, fuck. Und dann kommen direkt die flachen Bälle. Gibt's keine Zeit zu überlegen eigentlich. Keine, keine Zeit. Bei Freaky kannst du ja auch nicht die Zeit nehmen, Ballchen. Genau. Ja. Ja. Du nimmst und du hast schon den nächsten Kopf. Ja, so ist das. 1-0 für dich, Matti. Danke. Gehen wir in die nächste Challenge. Zweite Challenge. Du hast eben angefangen. Ich würde sagen, jetzt machen wir einfach Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Stein, Schere, Papier. Schnick, Schnack, Schnuck. Fang wieder an. Fang ich wieder an. Weil es gerade so gut geklappt hat. Oh, Jan. Guck mal, was der Matti macht. Ui, der war platziert. Ja, muss man sagen. Ich würde sagen, schon eigentlich Punkt. Ja. Weil Tor und... War sehr genau. Jan war vor allem in der Ecke und hat ihn nicht bekommen. Also 1-0 für Matti. Uff, ja, okay. Der war präzise und stark. Ein bisschen höher wäre halt perfekt, aber hat gereicht. Ein solider Schuss, noch nicht dein bester, aber... So würde ich es auch werten. Eins, oder? Ja, also Felix hat ausgeglichen, aber bisher, ich warte noch auf die guten Schüsse. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt weiter Punkte vergebe für solche flachen. Sag einfach, du willst Kreuzeck. Oh ja, der war auf jeden Fall nochmal gesteigert. Das heißt jetzt, Matti, du bist jetzt unter Zugzwang. Also er muss auf jeden Fall ins Tor und er sollte schon gut halb hoch sein. Ja, also haben wir jetzt 2-1. Das heißt, wenn du jetzt einen dritten Punkt machst, hast du theoretisch schon gewonnen. Weil okay, und ich kann jetzt ausgleichen. Du kannst jetzt ausgleichen, aber wenn Felix jetzt trifft und er, du triffst nicht, dann... Ah, solide, aber... Gut, man muss dazu sagen, dass Felix ja gedopt hat. Das heißt, er hat einen kleinen Vorteil. Viagra heute Morgen. Würde sagen, reicht das für einen Ausgleich, dass es 2-2 steht? Ja, oder? Also es war auf jeden Fall ein schöneres Tor als mein strammer Schuss gerade. Von daher 2-2. Und jetzt ist es halt so, dass wenn jetzt jemand eine Maschine schießt... Ja, aber jetzt müssen wir beide, also er oder ich, ein Kreuzeck, ein Brett. Ja, der reicht. Also ich muss jetzt auch gestehen, da war jetzt auf jeden Fall der am weitesten in dem Winkel war und der von den Winkelschüssen am härtesten bisher. Ja! Scheiße. Krass stark, Mann. 1-1. Ich habe noch alles offen. Ich dachte schon nach der ersten Challenge, wo jetzt bist du unter Druck, wenn er Freekicks macht, ist vorbei. Aber steht 1-1 und jetzt geht's in die Penalty Challenge. Bist du bereit? Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Wer anfängt? Schnuck. Schnuck. Fang an. Schon wieder. Immer Schnick, Schnack, Schnuck verloren hier. 3-0, das ist kein gutes Omen. Also, es gibt kein iPhone zu gewinnen, sondern eigentlich was viel Geileres. Und zwar, der Matti hat sich die neuen Predator gewünscht. Und weil er ja der Erste ist, der gegen uns hier antritt, gibt es noch den Uniforia, den neuen EM-Ball. Klassisch in die Mitte, den Ersten.
Also man muss auch bisher sagen, alle sehr fair, keiner hat den Joker gesetzt, obwohl es hier um die Wurst geht, okay. Boah. Brutal. Ja, was sagst du? Ich sag Joker jetzt. Wow! Sag dir jetzt einfach Joker. Matti jetzt mit dem rechten Schwachen. Wow. Ey, Junge! Was ist denn mit dir los, Mann? Ich schau dich halt aus. Ja, du lügst schon immer, wenn er anläuft. Er schaut mich aus, er guckt nur auf den Ball. Ja, das denkst du. Ich sag jetzt auch Joker. Okay. Oh. Okay, jetzt könnte der Wendepunkt kommen, aber Felix. Oh! Junge, Junge, Junge. Rechts, links, stark. Das heißt, jeder hat jetzt seinen Joker ausgespielt. Jeder hat seinen Joker ausgespielt. Hat überhaupt nichts gebracht, aber. Okay, okay. Also, wir haben Stand, wenn ich jetzt mich nicht verzähle, drei jeder. Jeder drei, ja. Okay. Vierter Elfmeter von Felix. Oh! Den hält er. Der vierte Elfmeter. Dritter, vierter. Bei der iPhone-Challenge, ne? Ich glaube, es war der dritte bei dir. Ich habe den vierten fast. Echt? Okay. Okay, Runde 3. Felix. Oh! Nein! Matti, jetzt nochmal zum Rückblick. Das heißt, wenn du jetzt den triffst, gewinnst du die Schuhe und den Ball. Wenn du nicht triffst, geht's weiter. Ja, aber man muss doch mal sich klar werden, hier, um was es geht. Letzter Schuss. Macht er. Verdient. Stark, Junge. Und damit Sieger der ersten. Erste Challenge beat Freaky Cast direkt. Mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, guck mal, da kommt schon. Und da kommt schon dein Preis. Nämlich einmal der Ball. Dankeschön. Und Schuhe ziehe ich gleich auch raus. Gebe ich dir auch mit Karton mit. Ich glaube, da ist jemand glücklich. Danke. Ich habe ihm natürlich ein bisschen geholfen. Also, das gehört dazu. Aber auch starke Leistung dafür, dass du 16 Jahre alt bist. Auf jeden Fall. Den Jungen müsst ihr im Auge behalten. Und vor allem abchecken. In der Videobeschreibung ist sein Insta. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Jetzt natürlich für euch die Frage, wie könnt ihr an dieser Serie auf YouTube teilnehmen? Also erstmal immer unseren Instagram-Channel hier eingeblendet. Abchecken, Stories, da werden wir euch immer wieder darauf aufmerksam machen, wenn wir euch brauchen, Spieler, Torhüter. Und natürlich unter diesem Video kommentieren, warum gerade ihr bei dieser Challenge mitmachen wollt. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal. Ciao.